Hallo, willkommen in Aventurien. Mein Name ist Bernd Bayreuther. Ich bin einer der Gründer von Radon Labs und Kreativdirektor. Und in dieser Position leite ich die Entwicklung von Tragensang am Fluss der Zeit. Tragensang am Fluss der Zeit wird Anfang 2010 von Radon Labs und DTP Entertainment veröffentlicht werden. Tragensang am Fluss der Zeit ist ein völlig neues Kapitel im Tragensang-Universum. Wir erzählen eine neue Geschichte. Mit einigen bekannten Figuren aus dem ersten Teil. Und diese neue Geschichte wird allerdings vor dem ersten Teil spielen. Man wird, um Tragensang am Fluss der Zeit spielen zu können, keine Vorkenntnisse brauchen. Das Spiel ist völlig eigenständig, es ist ein völlig selbstständiges Spiel und wird genügend Informationen mitbringen und helfen, um in das Spiel reinzuführen. Es ist also nicht notwendig, dass der Spieler unbedingt den ersten Teil gespielt haben muss, um Tragensang am Fluss der Zeit spielen zu können. Tragensang am Fluss der Zeit spielt 23 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils. Und zwar im Jahre 1009 nach Bosbarans Fall. Eine Zeit, die vielen, die sich in der Welt auskennen, wahrscheinlich als die gute alte Zeit bekannt ist. Es ist die Zeit, als Kaiser Hal noch lebt. Es ist die Zeit, als die Geschichte Aventuriens erst richtig ins Rollen kommt. Der Krieg im Süden beginnt gerade, Tarhonnag überfällt das Kalifat. Filiasen befindet sich auf seiner Reise um Aventurien. Und in dieser Zeit, im Jahre 1009 nach Bosbarans Fall, spielt Tragensang am Fluss der Zeit. Und wir werden in dieser Geschichte einige Figuren neu kennenlernen, jünger kennenlernen, die wir aus dem ersten Teil kennen. Hier sind wir in der Charakterabteilung. Hier werden alle Charaktere des Spiels, die Menschen, Zwerge, Elfen, Monster, gemodelt, texturiert, gerickt und dann animiert. Wir sehen hier zum Beispiel gerade, wie ein Zant texturiert wird. Ein Zant ist ein dämonisches Wesen, das ein bisschen an einen Tiger, an einen Säbelzahntiger erinnert. Hier bei Michael sehen wir den Zwerg Hölleneisen, eine ganz besonders schräge Figur aus Tragensang am Fluss der Zeit, über den ich noch nicht zu viel verraten möchte, der hier bei Michael gerade sein Material bekommt, seine Normal Maps, die dafür sorgen, dass die Materialien, die Rüstungen, die er trägt, besonders plastisch aussehen, dass sie griffig aussehen, nach Metall aussehen. Bei Stefan werden hier Artworks erstellt, Moodpicks, die uns schon mal einen Ausblick geben auf das Spiel, wie es aussehen wird, wenn es fertiggestellt ist. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist noch an vielen Stellen Baustelle. Und bei Stefan werden diese einzelnen Bausteine schon mal zusammengebaut, mit richtigem Licht versehen, sodass wir eine Vorstellung bekommen, wo die Reise hingeht. In Environment-Grafik wird die gesamte Umgebung des Spiels gebaut, konzipiert, gebaut, dann texturiert, ausgeleuchtet, mit Effekten versehen. Wir schauen hier gerade mal in eine Location rein. Es ist die Zollfeste. Also was man hier sieht, ist Work in Progress. Viele Sachen sind noch nicht fertig, was man an den nackten Figuren sieht oder an den untexturierten Gebäuden. Und ja, überall dort, wo es nicht glattfarben ist, sieht man schon die ersten richtigen fertigen Gebäude. In der Animation wird den Figuren Leben eingehaucht. Die Monster müssen bewegt werden. Menschen müssen ihre Gesichtsausdrücke, ihre Bewegungen bekommen. Das alles passiert hier in der Animation. Hier sehen wir gerade eine, das ist der Werwolf. Und hier noch zwei neue Kreaturen. Zum einen die Marus. Das sind große, bösartige Krokodilwesen. Und ein Wasserspeier, ein Gargül. Beides auch neue Kreaturen, die uns zum ersten Mal begegnen.
So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, uns über die Schulter zu schauen und ein bisschen in die Produktion hineinzuschnuppern, wie wir hier am Tragensang am Fluss der Zeit arbeiten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.